gut gemacht vom Innenverteidiger. Bajori, der überhaupt wieder nichts anbrennen ließ. Gut, die Frage ist, ob er im Mittelfeld noch etwas wechselt. Beim Colino oder beim Salatic. Ich sage jetzt auch. Wieder ja. Die Chance für die. Den schon für das nächste wichtige Spiel. Ist das eine Überlegung wert? Das kann das sein. Eine Stunde gespielt zwischen den Grasshoppers und den FCA. GC, die bessere Mannschaft. Ja, weil sie schon deshalb auch verdient diese 2-0-Führung. Zunächst wieder ein Freistoß aus ähnlicher Position wie eben für die Hoppers. Kurz gespielt bei Jori, der hat einen Bums und auch der war nicht schlecht. Also der Innenverteidiger hat die besten Chancen bei GC. Ja, es ist so und ich glaube, bei dieser Situation hier, ich will nochmal schauen, aber ich glaube, der Goal ist froh, dass er nebendrin ist. Ich glaube auch nicht, dass Quartelli. Und ich glaube, wenn die nicht mehr laufen kann, macht es auch keinen Sinn, sich zu retten in die Pause. Damit also schon zwei Wechsel wegen Verletzungen beim FCZ. Und überraschenderweise ist es dann Bajori, der schießt und ganz gefährlich, wie sich der Ball noch senkt, weil abgelenkt hinter das Tor. Erste wirklich gute Möglichkeit für die Hoppers durch den Spanier. Ja, viele dachten, sei es Tor, weil der Ball hinter rein. Weiter zu steigern weiß, dann ist er bestimmt ein Thema für Ottmar Hitzfeld. Wie Bajori abgefälscht und der Ball drin. 2:1 für die Hoppers in der 65. Minute durch den Spanier Guillermo Bajori. Hier noch einmal, irgendwo musste abgefälscht worden sein. Zunächst dieser Kopfball, dann die Direktabnahme von Bajori. Und ein Berner ist zuletzt mit dem Fuß dran, wie es aussieht. Ich glaube, Portillo ist der Unglücksrabe hier. Ja, und ein Zürcher lenkt auch noch irgendwie als Torschütze oder Bajori. Bajori hat 80% beigetragen. Mit dem Kopf. Hier organisiert er seine Mauer. Den Freistoß, der schlecht ausgeführt wurde und doch drin ist. Unglaublich. Das war, glaube ich, Bajori, so ist es. Guillermo Bajori, der gepasst hat beim dritten Treffer von IB.
Und ihr seht heute schon das fünfte Tor. Ganz erstaunlich, dieser Freistoß war eigentlich fast schon dilettantisch ausgeführt worden. Es hat so ausgesehen, als wäre es schon vorbei die Chance, weil der Akanjak, der Varela ist es das, sehr schnell rausgegangen ist, aber der Vajori hat das gut gemacht. Und der Marco Wölfli sieht nicht wirklich gut aus bei dem Tor. Das ist höflich formuliert. Wir haben zuerst noch GC angreift. Rinaldo war es wieder, zusammen mit Bobadilla. Warten wir noch schnell ab. Vajori kommt mit nach vorne, jetzt wollen sie den K.O.-Schlag. Wenn man überhaupt vom K.O.-Schlag reden kann, und es ist Tatsache. Vajori, wunderbar hat er hier konsequent den Anschluss gesucht und ist mit nach vorne gegangen. Mit einigen Doppelpässen, also das war jetzt wirklich vorbildlich, wie er da der Mannschaft gezeigt hat. Jetzt machen wir das zweite Tor. Dos Santos, sein kongenialer Doppelpass. Zwei Doppelpass und er kommt allein in 16er rein. Also sehr schön rausgespielt, muss aber auch sagen, der Toni wieder mit einem Assist, ein Goal geschossen mit einem Assist. Aber wie gesagt, man muss es auch zuerst können machen, so einen Doppelpass mit einem Spieler. Das war jetzt wirklich ein absolut sehenswertes Tor. Das sehen wir doch mit Vergnügen. Hier nochmal. Das Tor, sehr schön gespielt, aber muss man auch mal erwähnen, also Doppelpass ist eine gute Waffe, aber da waren 8 Thuner, oder sagen wir mal 5 unmittelbar dabei. Vor allem sieht man ja, dass er 2 Doppelpass schlägt. Er schlägt den Ball. Und hier sehen wir von hinten ganz gute Perspektive. Bajori sucht den Doppelpass, geht mit nach vorne und dann extrem schön herausgespielt. Tore, wie man sie nicht allzu oft sieht. Die konnten wir heute in der ersten Halbzeit bewundern. Getze wurde es aber auch relativ eingemacht. Die Grasshoppers haben sich auch schon ohne Cabanas gefangen, aber mit ihm kommt natürlich noch mehr Qualität dazu. Und jetzt ein grober Torwartfehler, das würde ich mal so sehen. Ist es wieder bei Jori? Ja, es kommt mir vor wie in der Champions League, der türkische Goalie, wo dort die ersten 2 Goal auch optimal waren, Freistoß. Ja, ganz klar, den muss er halten. Sonnenklar. Ein satter Schuss von Bajori, für ihn natürlich wunderbar als Verteidiger, das zweite Tor heute für ihn. Und für ihn natürlich umso bitterer. Ja, bitte sicher für den Trainer, weil eben mit dem Alain Portmann hat man einen gehabt, der in der letzten Zeit auch zwischen denen gespielt hat und gute Leistung gebracht hat. Und jetzt hat man einen Verband, der ist nicht einmal auf der Bank. Und